Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Jo, wir sind hier wieder. Wir sind zurück, der vierten oder dritten Aufnahmesession. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele wir hatten. Einfach nur Bash, das Game. War echt ein Kauf. Ein guter Kauf, meine ich, ein guter Kauf, ja. Für 15 Euro mit Season Pass, also all die Seasons, ich habe jetzt echt alles. Das Maximum, was geht, habe ich. Ja, hat sich gelohnt, Leute. Ich werde von denselben Leuten gejagt. Scheiße, obdachlos bin ich ja schon. Aber er war irgendwie high oder so. Er muss vorsichtig sein. Er wird von Fixern gejagt. Wenn die ihn finden, wer weiß, was sie tun. Genau. Ja, was sie tun. Schau nicht so aggressiv. Der schaut immer so aggressiv aus. Ich glaube, er braucht einen neuen Umhang. Dann sehe ich nicht mehr so aggressiv aus. Achso, du hast ein Versteck. Lol. Komm, lass mich umziehen, Leute. Also, auf geht's. Hör mal auf hier. Ah, ein neues abgefangenes Audi-Log zum Anhören. So, ist doch jetzt besser, oder? Das ist doch gut, Leute. Angelica Pellick. Leute, wer ist das? Wer ist diese Frau? Natürlich auf Fähigkeiten. Haben drei Skillpunkte, habe ich gehört. Den holen wir uns, wenn wir 5 Punkte haben, Leute. Mehr Geld, mehr Geld, mehr Money. Money ist immer gut. Aber schreiten wir gleich los in diese Mission. Beim letzten Mal haben wir ja mitbekommen, dass unsere Schwester entführt wurde. War wahrscheinlich nicht so geil. Muss ich gleich wieder ausmachen. Oh, Leute. Mach ich mal einen Action-Sprung hier. Bist du verrückt, Alter? Welche für eine geile Karre schon wieder, ey. So ein richtiges Familienauto, Alter. Platz da. Hier kommt der Boss, ey. Hier kommt der Boss. Okay, wo müssen wir hin? Ah, ja, genau. Wir wollten ja unser, wir brauchten ja ein neues Versteck und da haben wir diese Insel gefunden. Da war ja was. Scheiße. Hab ich ein Fuck Noob, Alter. Scheiße. Oh Leute. Ja gut, sind wir da, wo wir wollten, aber. Bevor zur Mission gehen, wir können ja jetzt zu dem Tobias gehen, glaube ich, so hieß er, und da können wir uns irgendwie so Baupläne verschaffen hier. Hier können wir diese Sachen einkaufen. Man kann ja sogar Blackouts kaufen, Leute. Okay. Geil. UAVs können wir uns kaufen. Annäherungs-UAVs. Ja, ganz ehrlich, nur UAVs sind geil. Kaufen wir 4 Stück, oder? Ja, okay, ein paar Blackouts gehen noch. Gut, Leute. Ja, Ja, na aber sicher. läuft hier. Ja, na sicher. Läuft bei uns. Okay, jetzt haben wir UAVs, Leute. Blackouts sind aber auch cool. Ah, und hier, was haben wir hier noch? Ah, hier können wir UAVs auswählen, oder?
Splittergranate statt. Ja, warte mal, nehmen wir hier mal. Splittergranaten rein. Gem Coms, genau, das passt. Okay, bei Twice können wir also die ganzen Dinger schon aufgebaut kaufen. Das ist auch nicht schlecht. Also, auf zum angeblichen Bunker. Das geile Versteck. Ich finde unser neuer Umhang irgendwie richtig cool. Diesen ganzen Streifen auf dem Rücken. Voll stylisch, Alter. Auch für die Mission. Akt 2, ein fast leeres Plätzchen. Clara glaubt wirklich an diese Legende. Und Tobias war ziemlich aufgeregt. Mythen interessieren mich nicht. Aber wenn ich Niki zurückkriege, soll's mir recht sein. Sieht aus wie so ein Industrieviertel, Alter. Also. Ah, okay. Wir spielten Poker. Easy. Was hat er gesagt? Clara, es gibt ihn. Hab ich ja gesagt. Easy going hier. Geh nicht ohne mich rein. Bin unterwegs. Keine Sorge. Ich muss den Strom wieder anstellen und dann noch den gut. Eingang finden. Ich sehe dich dann. Ich glaube, die hier finde ich rüber. Ne, wieder finde ich rüber. Nein, Spaß, natürlich ist die rüber. So, Leute. Irgendwie das Gefühl, sind es auf diesen drei Aktivierungswegen irgendwie diese Typen im roten Anzug wieder erwarten, deswegen. Keine Ahnung, deswegen, was auch immer. So, Leute. Audiolog. What the fuck? Okay. Mysteriös hier. Sehr mysteriös. Müssen auf jeden Fall darüber. Und dann hier irgendwie rein. Eigentlich. Hab schon eine Idee. Das? Ja, natürlich will ich. Ah, es reicht glaube ich nicht. So. Nee. Scheiße, Leute. Ich hasse Rätsel. Ich hasse Rätsel. Oh Leute. Schauen wir uns mal um. Wir sind definitiv in dieses Ding hier reinkommen. Das ist alles locker easy, aber wir kommen wieder rein. Hier kommt man doch irgendwie rein, oder? Oder kommen wir wieder raus? Das Nachbargebäude. Schauen wir uns hier mal um. Kann man da hochklettern? Die Musik ist ja ganz schön gerade. Ich glaube, ich hab's, Leute. Ich glaube, ich hab's. Das könnte es. Das könnte es sein. So. Jetzt können wir auch schon hier rein. So. Genau, jetzt ist der Zaun hier weg. Und wir können rüberlaufen. Perfekt, Leute. Wer ist der Boss?
Oh. Ach, kann man schon reinlaufen, ne? Ja, perfekt. Nummer 1. Noch 2. Der Generator ist gerade angesprungen. Wir brauchen mehr Power. Siehst du einen Eingang? Wie würde Blumen wohl so einen Ort verstecken? Ich hoffe auf einen geheimen Aufzug. Du ziehst einen Hebel und der Boden fällt in eine Geheimbasis unter der Erde. Unter Wasser? Wir sind auf einer Insel. Ich meine ja nur. Dann oben. Eins der Gebäude. Ich such weiter. Hä, ist sie auch schon hier? Weil sie sagt, sie sucht weiter. Oh, sitzt sie noch vor ihrem nerdigen PC, Alter, und sucht die ganze Zeit ab. Schau mal. Oida, da. Habt ihr diesen Freestyle-Wand-Ding gesehen? So, nehmen wir unsere Torte hier. Was bringt das? Ich glaube, jetzt bin ich auf der richtigen Fährte. Ja, Leute, läuft er bei mir, Alter. Läuft bei dir. Läuft bei dir. Kollege. So, hier durch. Ah, wir sind nicht ganz da. Oder? Ah, doch, oder? Ich spekuliere jetzt mal. Soll er durchgehen? Ja, fett. Nice, jetzt haben wir Strom, Leute. Fast geschafft. Bringst du uns online, wenn wir drin sind? In meinen Kreisen ist das der Fund des Jahrhunderts. Wenn ich vermassle, gebe ich meine Hackerkarte ab. Du hast tatsächlich eine Hackerkarte? Bring uns rein. Vielleicht zeige ich sie dir eines Tages. Ich arbeite dran. Ich finde Hackerkarte sehr, wie sieht die damit aus? Einkaufswagen! Okay, Leute. Die Generatoren sind da hinten. Ich hacke das Tor. Auch okay, wenn es geht. Ja, lustig, ich hacke das Tor, oder was? So. Kein Rätsel ist mir so schwer. Bam, 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 bam. Okay, Leute. We love to entertain you. Nein, nicht schießend. So Leute, dritter ist auch noch an. So, jetzt geht Schlag auf Schlag hier. Betreten Sie den Bunker, er weiß nicht, so voll ist. Wow. Ich hab das System online gehen hören. Warte auf mich. Warum? Ist doch sicher. Da war seit Jahren niemand drin. Weil ich dein Gesicht sehen will, wenn die Tür aufgeht. Ist das der Bunker, ernsthaft? Der ist leer. Oh lol. Shit, Alter. Holmes
Sweet Home. Alter. Clara, wir müssen noch etwas klären. Niemand darf davon erfahren. So lange, bis ich damit fertig bin. Geht klar. Geht klar. Hilf mir, sie online zu kriegen. Hilf mir, sie online zu kriegen. Na dann, viel Glück. Ich dachte, es ist so ein bisschen mehr drin, aber... Ich habe ein bisschen mehr Moderne gedacht, aber immerhin. Jetzt kann ich anfangen. Bloom hat wohl die meiste Hardware entfernt, doch entscheidend sind die Verbindungen. Voila! Kann man uns von hier aufspüren? Das ist ein Sicherheitsbereich. Bauartbedingt nicht aufzuspüren, nicht zu hacken. Und doch hacken wir uns hier ein. Ich muss wissen, woher die IP-Adresse stammt. Lass mal sehen. Warum interessiert sie dich? Ist nur eine Spur, mehr nicht. Wie kam Damien nur da dran? Das ist echt gut versteckt. Damien. Keine offenen Hintertüren. Kommt scheinbar aus dem Rossi-Freeman-Bezirk. Viceroy-Territorium. Da. Kameras. Damit können wir einen Blick reinwerfen. Kommst du von hier aus ran? Nein. Die sind komplett vom Netz getrennt. Das ist merkwürdig. Wenn ich von hier aus nicht rankomme, dann gehe ich an die Quelle. Ich mache hier alles fertig, bis du zurück bist. Leute, jetzt kommt Action. Jetzt kommt die Action, Leute. Jetzt kommt die Action. So. Bitte? Clara da reinzuziehen, sollte ich nicht machen. Vertrauen ist gefährlich. Vertrauen ist gefährlich. Das stimmt, Leute, Vertrauen ist echt gefährlich. Vielleicht ist sie meine einzige Freundin. Eigentlich mal ein Lied abzuspielen. So, Leute, müssen wir hin. Okay, kein Verstecker hier, nee. Ja, bin ich am schnellsten, wenn ich laufe. Senior Vice President. Der will immer Lieder abspielen, also scheiß Mann. Ich hab die Musik schon auf Null gestellt, dachte ich. Verpiss dich, Boot, ich muss darüber. Ein fixer Auftrag, der Helvi. Ich hab wieder so eine geile Karte. Der Bürger im Namen seiner Selbstjustiz und das Volk hat genug. Manche bezeichnen das Volk sogar als einen Terroristen. Aber wissen die meinen Namen? Ich dachte, die kennen mich nicht. Scheiße. Dachte, die kennen mich nicht. Klar, wenn wir hier mit den C2S nicht verbunden sind, dann müssen wir das C2S erst abschalten. Oder?
Hä, ich verstehe nicht ganz, wie hier nicht verbunden sind, aber hier schon vier 30 Tür-S-Türme sind. Achso, es ist einer. Ach, fail, okay. Keine Musik. Digga, der checkt auch nicht. Okay. Das ist die Tür-S-Turm. Wow, Drift hier. Was ist denn das für ein Ghetto hier, Mann? Das ist übelst, das Ghetto, Alter. So. Kurzer Lag, Alter, übler Lag, Leute. Was soll's? Ist nicht mein Problem. Was soll's? Ist nicht mein Problem. Ach, Scheiße. So, Leute. Manchmal muss man einfach aggressiver an die ganze Sache angehen. So, gucken wir mal hier. Hello. Okay. So, jetzt machen wir mal. Perfekt, Leute, perfekt. Doch. Hört schon die Geschichte an, oder? Ja, Leute, komm, wir gönnen uns die Geschichte. Eine können wir schon gönnen. Alter, wie viele CTOS-Dinger noch da sind, Mann. Und Spaß, wenn die wieder errichtet, oder? Was ist denn los mit denen? Die haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die haben die noch. Oh Gott. Das sind so viele. Toll, dass ich einen Blackout verschaffen könnte. Egal, ohne es auszugeben. Ach, ich bin so behindert. Bin so behindert. Gibt's den guten Wagen? Ah ja, guten Milch, ich mein. Altbekannten Scheißwagen. So. Lol, die haben schon einen Unfall gebaut. Oh Gott, oh Gott. Jesus. So, jetzt schauen wir mal, was hier eigentlich los ist, warum die keine Kameras, beziehungsweise warum die Kameras nicht hacken können. Das ist sehr mysteriös. Apropos Leute, ich wollte eigentlich noch einen Waffenladen schauen. Das machen wir in der Nachtmission, glaube ich. Schauen wir erstmal hier. Notdürftig. Rosie Freeman. Sie hatten so viel vor mit dem Viertel.
Ach du Scheiße, sieht's denn aus? Ich sag nur, dass jetzt alle Banden unter einem Dach sind. Von der Stadtteilgemeinschaft bleiben nur noch Wohnblockgemeinschaften. Was ist mit den anderen? Die spielen mit oder ziehen weg. Ich werde mich mal umsehen. Herausfinden, was die so machen. Damiens IP zeigt irgendwo hier hin. Die Typen haben das zu einer Festung ausgebaut. Allein komme ich da nie rein. Okay. Ich schleiche mich in ihr Netzwerk. Und dann können wir einen Blick hineinwerfen. Fluch. Oh Gott, nein! Oh Gott, nein! Was läuft, Bro? Yo, wie? Sollen diese Dinger so blinken? Jo, ciao, Ben. Jo. Ja, ich habe Helles jetzt mitgenommen, sorry. So, dann machen wir gleich zum Blackout. So. Fuck. Ach du Kacke, Alter. So, davon kam keine Granaten rein. So, ein paar Granaten in die Fresse geworfen. Machen wir mal ein UAV, oder? Leute, kurz Optionen, weil es mir ein bisschen kleine Lags gibt, wechseln wir schnell auf hoch runter. Jetzt müssen wir hier echt ein bisschen aufpassen. Ups. Alle auf einmal getötet. Leute, Multi-Kill. Jo, Leute. So kann das gehen, wenn man nicht mir zuhört. Wenn man mir auf den Sack geht. Abgefangenes Audio-Log.
glaube, der eine Mann kann überleben. Der ist mir egal. So, schau mal, hacken wir uns in das C2S-Netzwerk rein. So. Dann sind wir hier auch mal drin. Und das letzte noch, Leute. Da kommen die jetzt. Scheiße, Leute. Ja, facen kann ich in dem Spiel nicht. Ey, scheiße. Komm raus. Ja, komm, er schießt gegen die Wand, was will der? Hacken wir das letzte System auch noch, Leute. Ganz easy hier. Danach fahren wir echt zum Waffenladen, wir brauchen echt neue Munition und so einen Scheiß. Da gibt's auch Upgrades für Waffen. So, jetzt kommen mich mehrere. So, Leute. Easy going hier. Wir packen das hier nicht ohne ein bisschen Hilfe. Wir packen das hier nicht ohne ein bisschen Hilfe. Alles klar. Alles klar. So Leute, bevor wir jetzt kommen, hacken wir es noch schnell weg. Er lebt immer noch an den wilden 20ern, der Typ. Wir haben ein paar Deals mit dem alten Sack am Laufen, aber nicht angekommen. Scheiße, Leute. Ob wir hier jemals lebend rauskommen, Leute. Das ist vieles mehr in der nächsten Folge. Na, Spaß. Nein, nein. Seht natürlich jetzt noch. Töten sie alle, Boys. Hauen wir ab.
So, im Wagen verstecken, Leute. Hoffentlich finden wir uns nicht, Alter. Bitte nicht. Bitte fahren die vorbei, bitte fahren die vorbei, bitte fahren die vorbei, bitte fahren die vorbei. Bitte, 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 ja. Oh Gott, bitte. Leute, bitte. Lass mich in Frieden. Crazy fahren weg, das ist gut. Oh Gott, Leute. Hatten wir nochmal Glück. Eine große Hilfe. Hey, einem Abenteuer kann ich nicht widerstehen. Dann sind wir also fertig? Nein. Ich so, Money geholt hier für 900. Oh, boah, das will ich. Ein paar Antworten finden. Und meine Schwester. Und sobald du deine Antworten hast, was dann? Dann finde ich raus, wer dahinter steckt. Und sorge dafür, dass sie bezahlen. Jeder Einzelne, der mit Linas Tod zu tun hat. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Okay, ich seh dich dann. Genau, das ist mich dann, Kollegin. Kannst du bitte kein Lied spielen, wenn die Scheiße nicht zu Ende ist? Sonst wird mir wieder geblockt, ihr Wichser. Digga. Tobias, woher hast du diese Nummer? Du bist dieser Rächer. Das ist eine riskante Behauptung. Ja, Mann, genau das ist die Stimme. Hast mir eine Scheißangst eingejagt beim ersten Mal. Hör zu, ich hab da was, was dich vielleicht interessieren könnte. Ich hab herausgefunden, dass die Polizei mehr Waffen auf die Straße bringt. Was soll das bitte heißen? Ich hab da was mitgehört. Die verkaufen das Zeug kistenweise. Undercover. Die Frage ist nur... Wozu? Und wo? Und natürlich wer? Tobias. Ja, genau. Ich zeig dir, wo die Sachen verkauft haben. Aber nachsehen musst du selbst. Nur eine Sache. Du erwähnst mich in deinem Manifest. Ich habe gar kein Manifest. Das kommt noch. Der Gestell Tobias, Alter. Gestellter Mann. Ein gestellter Hund ist. So, komm jetzt hier rein. Hallo, macht einmal die Tür auf. Ja, okay. Brauch ein Auto. Ich mach das auf John Rambo Art. Gib mir mal ein Auto für den Kollege. Hat Hausverbot im Kino, ja. Deswegen brauch ich ein Auto. So, wow. Ich sehe gar keinen Widerstand, das ist irgendwie komisch. Für ein C2S-Turm müsste auch hier Widerstand sein. Das gefällt mir nicht, Leute. Kann ich hier schon mal rein, Leute? So. Aber jetzt kann ich hier noch nicht rein. Scheiße. Oh, Leute. Das kann jetzt wieder dauern.
Oder doch nicht. So, ein Hacken, mal kurz das Ding da. Ein C2S ist schon weniger, ist ein Plager ist weniger. So. Oh no, Momento, wir kamen doch von dort. Nee. Hä? What? Erstmal da hoch. Ach, da runter müssen wir. Jetzt wird übelst verwirrt, Leute. So, die Tür ist zum Hacken. Bezirk freigeschaltet. Oh oh. Oh, so knapp. So, Promis im Internet. Bam! Digga, eingerissen. Schauen wir erstmal, wir machen einen Waffenladen. Nee. Da, das brauchen wir. Wasser! Sieht ein bisschen aus wie so eine Corvette oder so ein Maserati oder sowas. Cooles Ding auf jeden Fall. Dampfrohr, Leute, Dampfrohr ist das krasseste ever. Da ist erstmal ganz auf die Luft gegangen. Scheiß Dampfrohr. Dampfrohr ist der krasseste Shit überhaupt. Ich mach keine Online-Aufträge, die sind scheiße. Sind nur so Bobs unterwegs. Eine Usas! Ja, ist dir was anderes. Vorautomatische Rotflinte ist schon teuer, Alter. Der Vektor. Okay. Halbautomatischer Revolver. Sniper. Ja gut, was nehmen wir denn jetzt? Sturmgewehre, ACR. Ja, Sturmgewehre benutzen wir eigentlich oft. Alter, das ist ja übel teuer, aber Shotgun... Nein, nicht Shotgun benutze ich gar nicht so viel. Bin eigentlich auf der Suche nach Silent-Waffen. Wenn auch im Silent-Bereich benutzen kann. Sowas wie Spec Ops. Nee, dann fehlt der Metro. Ich gebe mir die GHCR. Slammer die im Hintergrund immer. Guck mal, ist die ACR, Leute. Gott, Alter, wie hab ich das arm gemacht?
Okay, Leute, voll Munition. Viel Spaß damit. Die ACR werden wir gleich auswählen. Zuvor will ich auch nur kurz wissen, wie der Revolver ist. Die Auto 6. LOL. Cool. Oh. Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Die ist ein bisschen schnell genimmt. Ach komm schon. Leute, bitte. Oh Gott, wie festnehmen lassen. Oh Gott, Leute. Ich will mich ernsthaft festnehmen lassen. Erbärmlich. Bewegung. Ein bisschen aus wie so ein alter Porsche. Aber nicht viel. Geht nur in die Richtung. Kein Turm könnte noch hacken. Ja gut. Zum Bunker, das machen wir in der nächsten Folge. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Servus, Leute. Ciao.